Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich mal wieder was Besonderes für euch vorbereitet. Ich werde nämlich hier die erfolgreichsten und eher weniger erfolgreiche Todesser so ein bisschen in Relation zueinander stellen. Und generell haben mich auch viele von euch gefragt, ob ich das mal machen kann, halt grundlegend mal über die meisten Todesser zu sprechen und ein bisschen auch deren einzelnen Taten aufzuführen. Wieder mal werde ich so ein bisschen halt auch Bücher und Filme miteinander vergleichen. Und teilweise ist halt auch die Performance ein bisschen ausschlaggebender darüber, wie man zum Beispiel mit einem bestimmten Charakter dann umgehen kann und wie man ihn einordnet. Kann. Es ist halt nicht so, dass ich grundlegend sagen kann, die Bücherdarstellung sei besser oder schlechter, sondern es gibt so ein paar Aufwertungen zum Beispiel, es gibt aber auch einige Downgrades und leider natürlich wie immer auch viele Informationen, die halt weggelassen worden sind, deshalb geraten halt hier ein oder andere ins schlechtere Licht. Dennoch haben sie hier einige Leistungen vollbracht. Fangen wir erstmal grundlegend an, da ich jetzt hier sowieso ein Video schon bereits dazu gemacht habe, gehen wir nochmal kurz auf Peter Pettigrew ein. In seinem Fall ist es schon sehr interessant. Ich würde ihn persönlich als wirklich guten Todesser einstufen. Viele betrachten das anders, das ist mir natürlich bewusst, aber er hat wirklich vieles vollbracht. Man muss auch dazu sagen, er hat mit am längsten von den Rumtreibern überlebt. Nur Lupin hat es noch etwas länger durchgehalten, aber in seinem Fall hat er wirklich echt gute Taten vollbracht. Wir wissen natürlich, gut ist hier relativ zu sehen, aber in Relation dazu, was er halt für bestimmte Parteien geleistet hat, kann man das schon als gut oder zumindest als erfolgreich betiteln. Er war maßgeblich daran beteiligt, den dunklen Lord wieder zu finden, ihn zurückzuholen und das ganze Ritual auch durchzuziehen. Und ich meine, im Prinzip war es ein perfektes Zusammenspiel aus ihm und Barty Crouch Jr., die es geschafft haben, eben den dunklen Lord wieder zurückzuholen. Das heißt, er war schon an vielen Sachen beteiligt und er hat es auch geschafft, zum Beispiel im Bereich der dunklen Magie durchaus zu glänzen. Es ist auch nicht wirklich so leicht, die unverzeihlichen Flüche zu erlernen und darüber hinaus sie auch so perfektioniert anzuwenden und natürlich auch in seiner Animagus-Gestalt konnte er als Spion sehr, sehr gute Taten vollbringen. Nicht umsonst hat er sich bei den Weasleys eingeschlichen, das war nämlich keine, ich sag mal, ungeplante Tat, sondern er wusste, dass Arthur Weasley natürlich im Ministerium tätig ist und so konnte er an wesentliche Informationen kommen und er hat sich, auch wie Voldemort das selbst ausgedrückt hat, durchaus als nützlich erwiesen. Es resultierte zwar nicht aus blinder Loyalität raus, sondern wirklich aus Angst, aber auch wenn Angst das Leitmotiv ist, kann man hier nicht absprechen, dass er es geschafft hat, dem dunklen Lord hier wirklich gute Dienste zu erweisen. Er hat sich in seiner Dienerposition wirklich entfachen können. Darüber hinaus hat er es auch noch geschafft, mit einem der talentiertesten Todesser überhaupt zusammen einen Mad-Eye Moody in seinem eigenen Haus zu überwinden, ihn gefangen zu nehmen und unter dem Imperius Fluch zu setzen. Natürlich rechne ich den Großteil daran einen ganz kleinen Barty Crouch Jr. an, dennoch muss man dir sagen, Peter Pettigrew war zumindest daran beteiligt. Und auch, dass er später zu Snape entsandt worden ist, war nicht einfach nur, um ihn zu demütigen, sondern es war tatsächlich irgendwo für Voldemort eine sehr, sehr legitime Gemeinschaft nach dem Motto, dass man die beiden zusammenführt und dadurch vielleicht noch mehr glanzvolle Taten entstehen können. Heißt, Voldemort wusste ihn schon einzusetzen, er wollte ihn auch nicht wirklich am Tisch sehen und er konnte ihn auch nicht wirklich so mit den meisten zusammenbringen. Dennoch hat er ihn an seiner Seite beibehalten und wusste auch, dass er hier und da mal nützlich sein kann. Heißt, im Groben und Ganzen kann man tatsächlich sagen, Peter Pettigrew hat sich als nützlich erwiesen, hat es auch lange geschafft, dem Dunklen Lord gute Dienste zu erweisen. Und wie gesagt, sein Einsetzen war wirklich eine maßgebliche Beteiligung daran, den Dunklen Lord überhaupt erst wieder zu finden und zurückzuholen. Aber gut, kommen wir mal auf den nächsten zu sprechen, wo die meisten tatsächlich davon ausgehen, dass dieser eigentlich sehr erfolgreich war, aber ich würde da komplett widersprechen. Die Rede ist von einem Lucius Malfoy. In seinem Fall muss man wirklich sagen, er hat es geschafft, in seinen Bereichen sozusagen durchaus zu glänzen, aber sich als Todesser nützlich zu erweisen, das hat er nie wirklich vollbracht. Schlussendlich war es mehr so eine Art kooperative Zweckgemeinschaft. Normalerweise würde ich zum Beispiel jetzt auch hier einen Fenrir Quellbeck betrachten, aber dieser war zum Beispiel kein aktiver Todesser. Und der einzige Grund, warum ich hier einen Quellbeck überhaupt erwähnenswert finde, ist tatsächlich die Tatsache, dass es eine ähnliche Zweckgemeinschaft war. Fenrir Quellbeck und Voldemort hatten so eine Art von Partnerschaft. Es war nie wirklich gleichberechtigt. Ich meine, wir reden hier von Voldemort. Aber in dem Fall war es wirklich irgendwo zweckdienlich und sie haben es halt geschafft, sozusagen einen beiderseitigen Nutzen zu erlangen. Quellbeck wollte sowieso nur seinen Ruf so ein bisschen erweitern und natürlich auch seiner Hauptaufgabe sozusagen nachzugehen, so möglichst viele Werwölfe zu verwandeln. Er wollte halt einfach sozusagen die Anzahl der Werwölfe entsprechend erhöhen, um sich halt auch einen noch größeren Namen zu machen. Er war auch wirklich auch in der Werwolf-Community hoch angesehen und darüber hinaus, wenn er halt viele junge Leute verwandelt hatte, war das Risiko erstens nicht so groß, dass sie sich entweder selbst richten oder von anderen gerichtet werden und sich sozusagen diese Krankheit in Anführungsstrichen noch mehr verbreitet und seine Gemeinschaft einfach größer wird, damit sie halt so einen allgemeinen Respekt erlangen und vielleicht doch in der Lage sind, das Ministerium zu stürzen. So ein bisschen so ein anarchalischer Grundsatz, der aber auch
relativ interessant funktioniert hat. Und mit Voldemort zusammen konnten sie sich, wie gesagt, so beidseitig ein bisschen einigen. Gegen Ende dann wurde der so ein bisschen in den Hintergrund gestellt, aber zumindest anfänglich war er unglaublich nützlich, obwohl er nie zum Todesser wurde. Ich bringe den Vergleich deswegen, weil tatsächlich ein Lucius Malfoy ähnlich fungierte. Er war zwar ein Todesser und Voldemort hat auch einen gewissen Satz an Loyalität in ihm erkannt. Er wusste aber auch, dass Malfoy mehr darauf bedacht ist, sich irgendwie dann selbst in das richtige Licht zu rücken, seinen Ruf zu erweitern, sein Vermögen zu erweitern und bloß viel Macht zu erlangen, ohne sich dafür die Hände schmutzig zu machen. Dennoch hat er ihn immer wieder auf die Probe gestellt und man könnte auch davon ausgehen, zumindest temporär gesehen, hatte Lucius mal ein gewisses Vertrauen inne. Gerade zum Beispiel, wenn wir das fünfte Buch hier betrachten, wird klar, dass Lucius hier unter den Todessern, ich sag mal, zumindest zu dem Zeitpunkt, Voldemorts rechte Hand war tatsächlich. Barty Crouch Junior war ja schon gerichtet. Man muss dazu sagen, das ist tatsächlich in den Filmen auch nie erwähnt worden oder es kam halt nie wirklich vor. Barty Crouch Junior ist erstmal nicht verstorben, er hat sich den Kuss des Dementors abbekommen, die Seele wurde ausgesaugt und schlussendlich ist er dann auch einige Zeit später daraufhin gestorben, weil, naja, die Existenz ist dann sowieso nur noch relativ und man schwindet sowieso so ein bisschen dahin, deswegen war es klar, dass er früher oder später daran sterben wird. Es war sowieso eine extrem unlogische Tat, meiner Meinung nach. Fudge hat ihn gerichtet, obwohl man ihn hätte mit Veritaserum durchweg befragen können, um halt wirklich an alle Informationen zu kommen. Fudge brauchte aber einen Erfolg, um irgendwie halt sein Standing zu erweitern. Und das Ganze war natürlich klar, er muss halt irgendeinen Schuldigen finden. Barty Crouch Junior wurde gerichtet und somit war das Problem für ihn, naja, ich sag mal, für den Moment beseitigt. Man weiß ja, was dann daraus resultierte. Egal, zurück zu Lucius Malfoy. In dem Fall war er halt dann gerade anwesend. Er hat halt seine Macht gut ausgespielt. Er hat seinen Einfluss auf das Ministerium genutzt und so konnte er Voldemort tatsächlich einige Dienste erweisen. Es war halt so eine Art Aufstiegsprozess. Und in dem Prozess, wenn es darum geht, sich sozusagen faktisch wahlkampftechnisch an die Spitze zu bringen und immer mehr Anhänger zu schaffen, ein bisschen Angst zu verbreiten, hier und da mal so eine kleine Intrige, war Lucius Malfoy auf jeden Fall hundertprozentig nützlich. Nur wenn es darum ging, wirklich als Todesser zu fungieren und dem auch nachzugehen, hat er sich immer wieder als inkompetent erwiesen. Besonders als es darum ging, die Prophezeiung zu beschaffen. Ich meine, sind wir mal ehrlich, er musste sich nur gegen eine Handvoll 15-jährige Zauberer stellen und dabei nicht mal wirklich viel Leistungen vollbringen. Dennoch dachte er, kann es auf seine eigene Art lösen, dass er die ganze Zeit die Kontrolle behält. Ich weiß, irgendwann ist dann auch der Orden des Phönix aufgetaucht und dann war es natürlich eine Kampfsituation und entsprechend dadurch hatten sie dann die Niederlage, weil dann auch Dumbledore kam, also im Prinzip waren sie chancenlos. Aber für den Moment zumindest gab es mehr als genug Situationen, wo man hätte diese Prophezeiung beschaffen können und das Ganze ohne viele Spielchen und Lucius vermeintlichen Einfluss und so weiter und so fort. Eine Sache war klar, Harry musste die Prophezeiung selbst finden. Das war die einzige Möglichkeit. Sie haben ein perfektes Manöver dann inszeniert. Dann ist Harry mit einer Handvoll Schülern halt dorthin gekommen und dann gab es halt wirklich sehr mächtige Todesser, die auch alle anwesend waren. Wir hatten Leute wie Bellatrix Lestrange dort und allein die würde ausreichen, um mit den ganzen Leuten da fertig zu werden. Deswegen war das eine, ich sag mal, komische Situation. Man muss auch dazu sagen, Bellatrix hätte das definitiv anders gelöst. Als sie aufgetaucht ist, war es nicht wie im Film nur ein kurzes Gespräch und ein paar kleine Bemerkungen gegenüber Neville, sondern sie hat tatsächlich versucht, irgendwelche Flüche gegenüber Harry zu bringen und Lucius musste sie dann zurückhalten, weil er wirklich dachte, er kann das Ganze so regeln. Es wäre einfach gewesen aus der Sicht eines Todessers. Bellatrix Lestrange hätte wahrscheinlich ein paar Leute umgebracht und daraufhin hätte Harry dann irgendwann beschlossen, er muss sie übergeben, weil er gar keine Wahl hat, sonst werden seine restlichen Freunde auch noch sterben. Es ist ein bisschen schwierig, aber dennoch wahrscheinlich hätte es funktioniert. Lucius hingegen dachte halt, wie gesagt, er kann die komplette Kontrolle behalten, er ist deutlich intelligenter und muss sich hier nicht die Hände schmutzig machen, weil er anders als im Film zum Beispiel bei dieser improvisierten Sache nie wirklich in die Position kommen wollte oder gekommen wäre, hier den Todesfluch auszusprechen und hier wirklich jemanden zu richten. Er hat sich immer gut im Hintergrund gehalten und er hat es auch immer wieder geschafft, sich sozusagen davon loszusagen, nach dem Motto, Voldemort gegenüber behält er diese Maske auf und muss sich vor der Welt verbergen, will aber eigentlich das reine Blut. Aber anderen gegenüber hat er es auch geschafft, sein Vermögen mehr oder weniger durch Muggel auch nochmal aufzuweiten und ganz ehrlich, die ganze Vermögenssache mit den Malfoys hängt sowieso mit Muggeln zusammen, deswegen dieses ganze reine Blutgerede ist halt irgendwo zweckdienlich. Ob er da wirklich hundertprozentig selber davon so überzeugt ist, ich bin auch nicht sicher. Er weiß aber auf jeden Fall, wie er halt das nutzen kann, was er hat. Er weiß auf jeden Fall, wie er dieses Standing als einer der 28 auch perfekt für sich ausnutzen kann. Und das Ganze war aber nie wirklich ein erfolgreicher Todesser, sondern eher so ein machtbesessener Opportunist, der dachte, er kann sich da so ein bisschen durchsneaken und sowohl Voldemort da drüben als auch das Ministerium und seinen Ruf trotzdem erweitern. Also irgendwo von jeder Seite unangetastet, aber trotzdem sich nie die Hände schmutzig zu machen. Das war so ein bisschen die Agenda eines Lucius Malfoys. Und das hat sich halt auch unter Beweis gestellt, weil damals hatte er jetzt sogar noch wirklich die Position gehabt, dass Bellatrix Lestrange ihm untergeordnet war. Er hatte die Führung, er musste diesen Auftrag erfüllen und das hat halt wirklich einen
sehr großen Einfluss gehabt. Und ich meine ganz ehrlich, wenn Voldemort dir so viel Vertrauen entgegenbringt, dann würde nicht mal eine Bellatrix Lestrange widersprechen und hat es halt dann auch wirklich geschafft, auf eine Lucius Malfoy zu hören. Wissentlich, dass sie es halt besser könnte und auch eigentlich sehr viel erfolgreicher ist. Wo wir sowieso gerade schon von Bellatrix Lestrange reden, kommen wir mal auf einer der mächtigsten und erfolgreichsten Todesser zu sprechen. Bellatrix Lestrange hat wirklich unter Beweis gestellt, dass sie nicht nur hundertprozentig böse ist, sondern auch sehr begabt und absolut loyal. Ihre Loyalität ist nicht mit Machtbesessenheit oder Angst wie bei den Vorangegangenen zu vergleichen, sondern es ist wirklich eine blinde Loyalität. Sie mag diese Bosheit, sie mag Voldemort, sie idealisiert ihn, sie verkörpert ihn komplett. Also im Prinzip kann man das auch irgendwo mit Cursed Child weiterführen und sagen, sie liebt ihn auch, aber ich bin persönlich kein Freund davon. Wenn ihr das hören wollt, schreibt es in die Kommentare. Aber ich muss ehrlich sagen, ich möchte es eigentlich nicht, weil Cursed Child ist für mich zwar irgendwie kanonisch zu betrachten, weil es leider halt nun mal so ist, aber ich möchte das gerne so ein bisschen ausblenden. Wie gesagt, schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Auf jeden Fall, Bellatrix Lestrange hat es schon damals geschafft, hier wirklich sehr viele boshafte Taten zu vollbringen. Anders als Voldemort, der tatsächlich eine schiere Angst vor dem Tod hat und deswegen immer wieder den Todesfluch ausspricht und denkt halt wirklich, dass der Tod das Schlimmste ist, weiß es Bellatrix Lestrange besser. Und ich muss auch wirklich auch sagen, sie hat damit auch recht. Nicht nur Dumbledore hat bei dem Kampf gegen Voldemort mehrfach geäußert, dass Voldemorts Angst vor dem Tod völlig unberechtigt ist und dass es deutlich Schlimmeres gibt. Ja, es gibt deutlich Schlimmeres. Wenn wir zum Beispiel zwei Schicksale miteinander vergleichen wollen, ihr könnt es auch mal gerne in die Kommentare schreiben, aber ich gehe hundertprozentig mit der Prämisse, dass Nevilles Schicksal deutlich, deutlich schlimmer ist als das von Harry. Ja, Harrys Eltern sind verstorben und er musste halt unter schwierigen Umständen groß werden. Neville hat es auch nicht wirklich leichter. Und gerade wenn man bedenkt, dass seine Eltern eigentlich noch am Leben sind, nur in den Wahnsinn gefoltert worden sind, er sie auch ab und zu besuchen gegangen ist und halt merkt, dass seine Eltern wirklich hirntot da liegen und keinerlei Regung, keinerlei Reaktion zeigen, ist das meiner Meinung nach schlimmer. In den Wahnsinn gefoltert zu werden, ist halt auch aus der eigenen Sicht nochmal schlimmer als zu sterben. Und das würde wahrscheinlich hundertprozentig jeder so sehen. Und in dem Fall denkt aber Voldemort, der Tod sei das Allerschlimmste und ich meine, bis jetzt müssen wir davon ausgehen, Avada Kedavra ist tatsächlich ein Fluch, der einen schmerzlosen Tod herbeiführt. Das heißt, du gleitest wirklich, wie das viele beschrieben haben, einfach über. Du bist instant tot. Kein Schmerz, kein Herzinfarkt, kein Schock, gar nichts. Du bist tot. Und das ist eigentlich mehr oder weniger noch relativ human. Bedenkt man vor allem, dass wahrscheinlich viele auch unter gewissen Umständen lieber sterben würden, gerade wenn sie gefoltert werden, ist das ja faktisch eine Erlösung, wenn man das so betrachten möchte. Aber der Cruciatus-Fluch ist tatsächlich niemals tödlich. Und Bellatrix Lestrange liebt es zu foltern und liebt es, diesen Fluch auszusprechen. Und meiner Meinung nach, aufgrund der Persönlichkeit, ist sie damit sogar nochmal ein Stück weit böser als Voldemort himself, weil sie wirklich absolut alles tun würde. Sie würde einfach nur aus eine Reaktion raus, Muggel töten, Schlammbluter töten, was auch immer. Sie hat da gar keinerlei Hemmungen. Und Voldemort hat zumindest noch eine gewisse Struktur und hier geht es halt um Machtbesessenheit. Das heißt, wenn er das machen muss und halt damit auch seinen Ruf halt noch erweitern muss, dann tut er es. Bellatrix Lestrange tut es, weil sie es tun möchte. Da gibt es keine Regel, da gibt es keine Idee, sondern sie macht es in Interesse von Voldemort und weil sie selber auch Spaß daran hat. Das ist die gesamte Grundlage. Man muss auch sagen, sie war tatsächlich nicht immer so. Sie war einst eine wirklich immer noch garstige und definitiv böse Frau, aber nicht ganz so wahnsinnig. Die Zeit in Azkaban hat halt nun mal sowas zur Folge und abgesehen von wenigen Ausnahmen ist so ziemlich jeder wahnsinnig geworden. Heißt, auch in ihrem Fall war es halt irgendwie klar, dass sich das so entwickelt. Dennoch hat sie die Zeit überstanden und dennoch hat sie nichts an ihrer Begabung verloren und sie hat es auch wirklich geschafft, Voldemort hier stets zu Diensten zu sein. Sie hat jetzt persönlich nicht so viel vollbracht, wie man das jetzt hier denkt. Im Film kam das ein bisschen, glaube ich, nochmal stärker rüber, weil zum Beispiel Astronomieturm, als es darum ging, Dumbledore zu töten, war sie tatsächlich nicht beteiligt. Im Film haben sie das so gemacht. Ich bin auch gar kein Feind davon. Ich fand es sogar eine coole Sache, ehrlich gesagt. Aber es gab halt andere Sachen, wo sie öfter beteiligt war. Und auch was ihre Vermutungen und Ahnungen angeht, daran hat man gemerkt, wie intelligent sie ist und dass sie halt einen deutlich besseren Durchblick hat, als das viele hier vermutet haben. Sie hat zum Beispiel Snape nie getraut. Sie wusste immer, irgendwas stimmt da nicht. Und sie war auch davon überzeugt, dass irgendwas nicht stimmt. Voldemort hat ihm aber vertraut und das ist das Problem. Bellatrix Lestrange hat es nicht mal gewagt zu widersprechen, sondern sie hat auch dann für sich sozusagen die Idee in ihrem Gedanken dann auch verborgen, weil, naja, Voldemort hatte halt die ganz klare Auffassung, dass Snape hundertprozentig loyal ist und auch als seine rechte Hand fungiert und das hat er auch nie wirklich losgelassen. Man muss dazu sagen, Voldemort hat Snape bis zum Ende vertraut und Snape dachte auch bis zum Ende hin, dass er die Kontrolle behält und genau weiß, was als nächstes passiert. Ist so eine beidseitige Arroganz und so eine beidseitige Überzeugung. Voldemort musste ihn töten, das steht außer Frage, er hatte gar keine Wahl. Im Prinzip war er der Auffassung, dass er ihn halt dann nicht mit seinem eigenen Zauberstab töten kann, weil er dann sich wahrscheinlich als widerspenstig erweisen würde, nach dem Motto, man tötet halt den Besitzer des Zauberstabs mit seinem eigenen Zauberstab. Das könnte halt irgendwie nach hinten losgehen und diese
vorstellen, dass er vielleicht dabei sterben könnte, war für ihn natürlich undenkbar, deswegen hat er es Nagini machen lassen, aber er dachte wirklich, Snape ist hundertprozentig loyal, bis zum Ende hin, keinerlei Zweifel, er war halt nur der Überzeugung, er muss es tun, weil nur er kann die Allmacht haben und nur er kann den Elderstab besitzen. Aber was Bellatrix Lestrange angeht, hat sie tatsächlich auch gewusst, irgendwas stimmt mit Snape nicht und man kann diesem Mann nicht vertrauen. Sie wusste, dass Lucius inkompetent ist, sie wusste, dass Snape nicht vertrauenswürdig ist. Und sie hatte, wie gesagt, öfter mal den Durchblick und sie lag auch öfter richtig, aber Voldemort war auch dann irgendwann so paranoid, dass er gar nicht mehr das Interesse hatte, sowas zu hören, sondern einfach nur noch von sich selbst überzeugt war und sich sowieso isolierte. Anfangs hätte man da vielleicht noch mit umgehen können und hätte vielleicht auch so ein Gespräch dafür gesorgt, dass Voldemort zumindest einiges an Zweifel daraus bringt und vielleicht auch bemerkt, wie begabt Snape im Bereich der Legilimentik ist und damit hätten auch schon einige Zweifel entstehen können. Aber gut, ja, wie gesagt, Voldemort war überzeugt und Bellatrix Lestrange hat sich trotzdem immer wieder als begabt erwiesen und war halt wirklich hundertprozentig loyal. Auch wenn sie jetzt nicht wirklich, ich sag mal, die glanzvollsten Taten begangen hat, war sie halt immer präsent und konnte halt einiges leisten. Der nächste im Bunde ist halt ein bisschen, ich sag mal, einfacher zu betrachten, weil er jetzt nicht wirklich omnipräsent war, aber zumindest galt er als sehr gefährlich und sehr begabt. Die Rede ist von einem Anthony Dolohoff. Man muss auch dazu sagen, Dolohoff ist wirklich interessant. Er hat es geschafft, einige talentierte Zauberer zu richten, am Ende sogar nonverbal einen Remus Lupin und das erfordert definitiv einiges an Leistung. Man muss dazu sagen, seine einzige Niederlage ist tatsächlich die bekannteste gegen das Goldene Trio, hier unterschätzen das aber viele. Das Goldene Trio im Zusammenspiel ist tatsächlich wirklich, wirklich, wirklich talentiert. Ich weiß, dann wollen viele irgendwie sagen nach dem Motto, okay, sind immer noch Schüler und zwar Harry ist der Auserwählte, Hermine einigermaßen begabt und Ron kann sich auch duellieren. Dennoch, wie gesagt, im Zusammenspiel, in der Dreierkonstellation können sie einiges leisten. Deswegen haben sie es auch geschafft, Dolohoff zu überwinden. Sie haben ihn, wie wir es auch gesehen haben, nicht getötet, sondern nur verflucht. Und somit war er zumindest nicht mehr in der Lage, verbale Sprüche auszubringen. Aber naja, das Problem ist halt, Dolohoff ist begabt genug, das halt auch nonverbal zu tun. Und in dem Fall konnte er dann selbst da noch einiges leisten. Zudem war er daran beteiligt, Frank Longbottom und seine Frau bis in den Wahnsinn zu foltern, genau wie Rabastan, Rudolphus Lestrange und Barty Crouch Jr. Es war schon irgendwo relativ glanzvoll, muss man sagen. Sie haben es geschafft, zwei mächtige Aurorn zu überwinden, sie waren aber auch in extremen Überzahl und sie waren äußerst begabt. Deswegen kann ich die Szene hier nur semi anrechnen und schlussendlich sind sie wirklich nicht an die Informationen gekommen, weil, naja, sie waren zwar Aurorn und für das Ministerium tätig, dennoch wusste das Ministerium zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich, was mit Voldemort passiert ist und sie konnten sich auch keinen Reim darauf machen, deswegen, ja, nicht wirklich eine glanzvolle Tat, sie wurden halt auch erwischt. Nur man muss halt dazu sagen, anders als Barty Crouch Jr. hat zum Beispiel auch Dolohoff ganz klar gesagt, ja, ich bin dem dunklen Lord hundertprozentig treu ergeben und daran besteht kein Zweifel. Es gab ja Unterschiede. Viele zum Beispiel haben gesagt, ich stand unter dem Imperius-Fluch, ich wurde dazu gezwungen. Andere wie Bellatrix Lestrange und eben solche Leute waren ganz klar der Auffassung, der dunkle Lord wird sowieso zurückkehren und uns sowieso befreien. Naja, sie sollten damit recht haben. Zumindest was das angeht, war es ja hundertprozentig richtig. Und das waren halt auch wirklich Voldemorts treueste Anhänger, deswegen war es für ihn auch ganz klar, er muss sich kurz nur mit den Dementoren verbünden, um eben solche Leute auch zu befreien. Absolut zweckdienlich. Den nächsten, den ich betrachten wollte, den finde ich halt persönlich noch sehr interessant, nämlich einen Corbin Yaxley. Ich weiß, es kam im Film auch ein bisschen weniger rüber, aber man muss halt sagen, er hat es geschafft, das Ministerium auf eine sehr interessante Art zu kontrollieren. Und das Ganze natürlich mit einem Minister unter dem Imperius-Fluch, dann noch mit einer Dolores Umbridge. Und ich fand dieses Zusammenspiel, ich fand diese Idee sehr, sehr cool. Ich bin immer noch bisschen enttäuscht darüber, dass sie das Ganze nicht ausgedehnt haben. Ich mochte diese Struktur da. Auch eine Umbridge zum Beispiel da reinzubringen, hat immer das System, den Blutstatus zu testen und man soll keine Lügen erzählen. Dann Yaxley, wie gesagt, so als, ich sag mal, eigentlich Minister, der das Ganze kontrolliert, ohne sich persönlich hier irgendwie den Ruhm anzurechnen, aber einfach aus dem Hintergrund es perfekt schafft, das Ganze zu lenken. Also man kann ihn tatsächlich mit einem Propagandaminister vergleichen, deswegen fand ich ihn hier für das Video auf jeden Fall auch erwähnenswert, weil, muss ich schon sagen, er sich auch ein bisschen hervorgetan hat und er konnte auch einiges leisten. Auch wenn er nicht loyal war, als es darum ging zu sagen, dass er dem Dunklen Lord damals treu ergeben war. Er war auch einer von denen, die sich, naja, mit dem Imperiusfluch geschützt haben. Aber gut, wie gesagt, trotzdem gegen Ende hat er nochmal einiges vollbracht und zumindest diese politische Kontrolle fand ich erwähnenswert und interessant. Aber kommen wir mal zu dem, ich sag mal, wahrscheinlich besten Todesser, der es geschafft hat, wirklich hier alle anderen auf der Liste zu übertreffen. Selbst eine Bellatrix Lestrange, nicht was Loyalität angeht oder was halt diese Intriganz angeht oder die Bosheit angeht, aber definitiv was die Tat angeht, die er geleistet hat. Wie bereits auch bei Peter Pettigrew erwähnt, er hat es geschafft, Mad-Eye Moody
einen der begabtesten Auroren ever in seinem eigenen Haus zu überwinden. Und das ist eine unfassbare Glanzleistung. Dieser Typ ist nicht nur extrem paranoid, sondern auch auf alles eigentlich hundertprozentig eingestellt. Er weiß faktisch immer, was passiert. Sein Auge kann so ziemlich durch alles durchsehen. Und das damit gepaart, dass dieser Typ eigentlich auch immer wachsam ist. Er schafft es, Todesser in einer unfassbaren Zahl lebendig gefangen zu nehmen, weil er sie nicht töten möchte, weil es für ihn zu einfach ist. Deswegen nimmt er sie lebendig gefangen und sperrt sie nach Azkaban. Deswegen stimmt das. Während andere Auroren zum Beispiel eher den Todesstoß ausführen, denkt er sich, nein, das ist mir zuwider. Ähnlich wie das Dumbledore zum Beispiel auch betrachtet, auch bei Voldemort geäußert hat, und sperrt sie halt dann lieber nach Azkaban ein. Das erfordert halt unfassbar viel Talent und deswegen ist er auch so gezeichnet. Ich bin ganz ehrlich, hätte er von Anfang an die Intention gehabt, Todesser zu töten, wäre er wahrscheinlich nicht annähernd so gezeichnet worden und hätte nicht annähernd so viele Narben davon getragen, weil er wirklich äußerst begabt war. Das zeigt auch nochmal Voldemort am Ende bei der Schlacht der Sieben Potters, dass er sich erstens direkt auf Mad-Eye Moody eingestellt hat und direkt die Intention hatte, ihn zu töten, weil er davon ausgegangen ist, Harry befindet sich bei dem Stärksten des Ordens und bei dem letzten stärksten Verbündeten sozusagen von Harry. Und deswegen war es für ihn klar, er muss sich auf Mad-Eye Moody einstellen. Und wir wissen, was passiert ist. Mandanges Fletcher ist disappariert, woraufhin Moody verstorben ist und den Fluch halt natürlich auch abbekommen hat. Aber gut, Barty Crouch Jr. hat diesen Mann, diesen unfassbar mächtigen Mann, in seinem eigenen Haus besucht, gefangen genommen, unter dem Imperius-Fluch gesetzt, das nur mit der Hilfe von Peter Pettigrew. Wie gesagt, man kann es einordnen, wie man möchte. Vielleicht hat Peter was beigetragen, vielleicht auch nicht. Definitiv, aber der Großteil ist Barty Crouch Jr. anzurechnen. Dabei hat er es geschafft, sich nach Hogwarts einzuschleichen. Unter der Aufsicht auch seines eigenen Vaters, unter der Kontrolle, Aufsicht von Severus Snape, Albus Dumbledore, diese Rolle perfekt zu spielen. Es ist auch, ich sag mal, einigermaßen interessant, weil Mad-Eye Moodys Rolle ist, glaube ich, die leichteste zu spielen für den Barty Crouch Jr. Im Prinzip ist Mad-Eye Moody selber ein bisschen verrückt. Und wenn er dann was Falsches sagt, dann würde man nicht denken, oh, irgendwas stimmt da nicht, sondern, ja, gut, er ist ein bisschen verrückt. Man würde ihm das halt nicht sozusagen negativ auslegen und auch bestimmte Sachen würde man nicht so einfach in Frage stellen, als jetzt zum Beispiel bei einem sehr kontrollierten Menschen, der immer irgendwie sehr routiniert ist. Und wenn dann irgendein Widerspruch kommt, merkt man sofort, oh, da stimmt irgendwas nicht. In dem Fall ist Mad-Eye Moody halt ein bisschen durch. Aber dennoch, er hat ihm unter dem Imperius-Fluch gesperrt, er hat es geschafft, neben diesen Leuten zu fungieren, er hat es auch geschafft, den Unterricht weitgehend voranzutreiben, er hat den Schülern gezeigt, wie man sich aus dem Imperius-Fluch zum Beispiel befreien kann, das hat Harry später sogar noch geholfen. Tatsächlich einiges, was er getan hat, sein gesamter Unterricht hat dazu beigetragen, dass die Schüler sich auch bei der Schlacht um Hogwarts besser verteidigen konnten und das Ganze ist wirklich eine absolute Glanzleistung, wie gesagt. Und nebenbei hat er es noch geschafft, Harry in das Turnier zu bringen, ihn da komplett durchzulotsen und am Ende noch alles so zu manipulieren, dass er sogar als Gewinner fungiert. Man muss eine Sache sagen, die ich ganz interessant finde. Normalerweise wäre Cedric wahrscheinlich der einzige Gewinner gewesen und Harry wäre nicht so weit gekommen, weil Cedric war tatsächlich äußerst begabt und er ist eigentlich auch der rechtmäßige Sieger im Turnier. Eine Sache wurde im Film auch wieder abgeändert, nämlich, dass nicht Harry derjenige war, der Cedric sozusagen aus dem Labyrinth befreit hat gegen Andy. Ihr kennt die Szenerie, wo er dann eigentlich weglaufen wollte und es dann doch nicht getan hat. Im Buch war es tatsächlich andersrum. Ich persönlich bin ein viel größerer Fan davon, dass einfach nochmal gezeigt hat, was Cedric für eine Art von Mensch ist. Obwohl er erfolgreich war, obwohl er gewonnen hätte, hat er Harry befreit und wollte dann mit ihm zusammen gewinnen. Man musste es aber hier unbedingt den Protagonisten anrechnen. Ich weiß nicht wieso. Dennoch, wie gesagt, irgendwie hat es Barty Crouch schon geschafft, das alles zu vollbringen. Und das, wie gesagt, unter der Kontrolle von Snape und Dumbledore. Für mich immer noch die beste Leistung, die ich jemals von einem Todesser gesehen habe. Es gab wahrscheinlich keine bessere, weil alles, was im vierten Buch passiert ist, war für die Todesser von Erfolg gekrönt. Sie haben es hundertprozentig vollbracht, der Dunkle Lord ist zurückgekehrt und das Ganze kann man tatsächlich Barty Crouch Jr. anrechnen. Aber was denkt ihr? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wer ist für euch persönlich der beste oder der schlechteste Todesser? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ansonsten, wenn ihr bis hierhin zugeschaut haben solltet, was mich wirklich, wirklich freuen würde, dann gerne mal den Hashtag Todesser in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Habt einen schönen Tag und macht was draus.